Eine Stadt, eine Region oder ein ganzes Land. Ohne Strom funktioniert plötzlich nichts mehr. Die Rede ist vom sogenannten Blackout. Doch was tun, wenn es passiert, wenn der Strom, die Versorgung und die Kommunikation länger ausfallen? Eine moderne, bestens versorgte Gesellschaft sollte darauf vorbereitet sein. Bei einem Blackout muss man sich die Frage stellen, was machen, wenn es passiert? Man weiß zwar nie, wann es soweit ist, dennoch kann man sich darauf sehr gut vorbereiten. Als ersten Schritt sollte man immer eine Kerze oder eine Taschenlampe griffbereit haben. Danach ist es ratsam, den Radio einzuschalten und die Notfallfrequenz einzustellen. Dann im Sicherungskasten den Strom kontrollieren und wenn man sich sicher ist, dass kein Strom da ist, sollte man die Blackout-Info-Sammelmappe zur Hand nehmen und diese Punkt für Punkt durchgehen. In der Stadtgemeinde Feldbach wurden alle wichtigen Informationen zum Thema Blackout in einem handlichen Infofolder zusammengefasst. Eine wichtige Voraussetzung, um gut durch ein Blackout zu kommen, ist die persönliche Vorsorge. So sollte man in der Lage sein, zumindest 2 Wochen ohne Einkauf auszukommen. Dabei auch die Tiere nicht vergessen. Ratsam ist auch ein Aggregat mit stabilisierter Stromversorgung, um wichtige elektronische Geräte laden zu können. Mehr Informationen dazu bei Ihrem Elektrofachmann. Für die Blackout-Vorsorge empfiehlt sich darüber hinaus auch eine gute Campingausrüstung, ein Gas- oder Holzkohlegrill oder ein Tischherd. In der Stadtgemeinde Feldbach wird im Falle eines Blackouts sofort eine Einsatzbesprechung mit dem Bürgermeister und den Einsatzorganisationen abgehalten. Im Anschluss werden schnellstmöglich die notwendigen Maßnahmen eingeleitet. Großflächiger Stromausfall in der neuen Stadt Feldbach. Hier Einsatzzentrale Feldbach, bitte startet jetzt damit den Zapfengeneratoren los. Um die Notstromversorgung zu gewährleisten, kommen zahlreiche Aggregate zum Einsatz. So wird etwa die Trinkwasserversorgung in allen Ortsteilen sichergestellt. Bei einem längeren, großräumigen Stromausfall landen die häuslichen Abwässer nicht in dem Abwasserkanal. Dadurch kommt es zu einem Stau in den Rohren und zur Verstopfung. Für den Betrieb einer Kläranlage wird sehr viel Strom benötigt. Im Fall eines Blackouts verfügt die Kläranlage des Abwasserverbandes Feldbach-Mittleres Rabtal über ein eigenes Stromaggregat. Während sich die Gemeinde um die Grundversorgung kümmert, ist es wichtig, im privaten Umfeld auf seine Mitmenschen zu achten. Speziell Senioren benötigen im Notfall besondere Aufmerksamkeit. In jedem Ortsteil werden bei Bedarf Servicestellen eingerichtet, wo die Bevölkerung im Fall der Fälle rund um die Uhr Hilfe und wichtige Informationen bekommt. Außerdem stehen hier Kochmöglichkeiten zur Verfügung. Währenddessen sind Gemeindearbeiter unterwegs, um Wohngebäude mit Notstrom zu versorgen, denn die Heizungspumpen funktionieren ohne Strom auch nicht. Mit der Netzfreischaltung kann man seine Stromversorgung vorübergehend als Inselversorgung unabhängig vom öffentlichen Stromnetz betreiben. Die Folgen eines Blackouts sind nur schwer vorstellbar. Um diese aber bestmöglich zu überstehen, bedarf es einer guten Vorbereitung und Zusammenarbeit. Denn nur gemeinsam kann eine derartige Lage bewältigt werden. Alle Informationen dazu sind in der Blackout-Info-Sammelmappe der Stadtgemeinde Feldbach übersichtlich zusammengefasst. Blackout-Vorsorge ist wichtig, damit nichts passiert, wenn es passiert.